Hallo Leute und willkommen zurück zu Bioshock Infinite. In der letzten Folge sind wir hier in Soldier's Field eingebrochen und haben ein bisschen wild um uns geschossen. Und ja, wir brauchen noch ein paar Lockpicks, damit wir mal gucken können, was dort hinten in dem Safe drin ist, falls wir dort überhaupt mal hinkommen. Aber vielleicht kommen wir dort auch später noch hin. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, wir sind zwischendurch mit dem Luftschiff geflogen. Oh, hier, guckt euch das an. Jetzt geht mal rein. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, hä? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Okay. Anscheinend irgend so ein verrückter Veteran oder so, der den Propheten herausfordert, weil er denkt, dass der nie an der Schlacht teilgenommen hat. Und der soll jetzt mal hierher kommen und mal zeigen, dass er Unrecht hat. Ja, da mischen wir uns jetzt mal nicht ein. Da können wir, lassen wir die mal schön miteinander kämpfen. So. Okay, hier gibt's noch mehr. Hast du das geknackt? Sieht kinderleicht aus. Sieht kinderleicht aus, aber du brauchst jedes Mal ein Lockpick. Das ist scheiße. Bitte. Okay. So. Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So. Ah, die lohnen sich auf jeden Fall. Es scheint viel drin hier, zu sein. Gut aufheben. 5 Lockpicks knapp nicht mehr. Hier, Mr. DeWitt. Perfekt getimt. Wie viele Dinger hier rumstehen, wo 5 Lockpicks für gebraucht werden? Dann gib mir doch einfach mal ein paar mehr, dann würde ich die auch mitnehmen. So. Okay. Na gut, das hat sich auf jeden Fall munitionstechnisch ein kleines bisschen gelohnt. Boah, ich dachte, was ist das denn hier? Aber das ist ja unsere Schockfalle, die wir hier gesetzt haben. Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater... Oh. So, der ist kaputt. Hier ist eine... Damentoilette, so wie es aussieht. Toilette benutzen. Das ist mit so einem kleinen Vorhang vorgehängt. Okay. Gut. Ein bisschen Zuckerwatte aus der Mülltonne. Mh, lecker. So. Munition für die Panzerfaust. Da ist der! Den eigentlich am Leben lassen. Es ist doch vorbei, oder? Bitte, es soll vorbei sein. Aber ich habe nur kurz überlegt, ob ich wenigstens mal gucke, was hier so rumliegt. Aber ansonsten hätte ich die beiden auch in Ruhe gelassen. Weil man muss ja auch nicht sinnlos töten. So. Auch wenn das wahrscheinlich ziemlich rassistische Leute sind. Aber deswegen ist das trotzdem noch nicht gerechtfertigt. So. Elisabeth, kommst du? Wir sind wieder rausgegangen. Das ist nicht so gut. Das war der falsche Weg. So. Aber es ist schon krass, wenn die diese Risse machen kann. Wieso, sind wir nicht einfach durch irgendeinen Riss durchgegangen? Ist doch auch vollkommen egal, wo wir sind. Ich meine, wir werden von irgendeiner komischen Organisation erpresst und unter Druck gesetzt, dass wir hier unseren Auftrag erfüllen sollen.
Und gleichzeitig wollen wir ja vor diesem Ding auch fliehen. Also, da wären wir doch gleichzeitig hier verschwunden. Das wäre doch ideal gewesen für uns. Aber nein, wir benutzen den Riss nicht. Wir machen das irgendwie anders. Keine Ahnung. Okay, Information. Hier steht nichts rum. Wir müssen jetzt irgendwie hier rüberkommen. Das wird absolut fantastisch. Woher hast du den denn jetzt schon? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Sky Control. Okay, so, los geht's. Die Strecke ist frei. Okay, Elisabeth, komm. Okay, sie kommt nicht. Dann gehen wir schon mal vor. Da wird gerade eine riesige Statue gebaut. Ach Gott, oh, mein Knie macht immer noch Probleme. Ich sollte gleich mal eine kleine Pause machen wahrscheinlich. Okay, wir wechseln. Alter, der hat sich aber auch Statuen bauen lassen, dieser Comstock. Gut, das nehmen wir mal mit. Hier gibt es schon die Panzerfaust. Aber die brauchen wir jetzt ja nicht. Der Songbird, der wird ja wahrscheinlich nicht in den nächsten 20 Minuten hier auftauchen. Drückt halten, um die Pistole zu nehmen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Alter, was geht denn hier ab? Also, ach so, okay. Das sind ja diese Söldner, die hier eingebrochen sind. Und natürlich müssen die dann erstmal die Statuen beschmieren vom Lamm. Booker, Präzisionsgewehr. Hier, Munition. Bitte sehr! Dass ich noch was finde. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey unter nichts wie weg. Sind nicht gerade nur Hörner gelaufen? So, das funktioniert nur mit Chuck-Chucky. Gut, können wir hier irgendwas machen? Munition für das Scharfschützengewehr. Munition für den Karabiner. Ah, Panzerfaust, okay. So, gut. Und?
Ein bisschen Gesundheit könnten wir uns auch erkaufen. Ja, wir brauchen nur 20% eigentlich. So, das wird reichen müssen. Das ist wieder so ein kleines Kino. Braucht ihr Leben einen Ruck? Chop Jockey. Das war's schon. Diese kleinen Propagandafilmchen, in dem den Leuten irgendein Scheiß angeboten wird, wie Zigaretten oder Alkohol oder was weiß ich was. Irgendwelche komischen Substanzen mit irgendwelchen Superkräften. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Oh, den haben sie aber. Das ist aber ein großes Messer, also. Das geht ja schon fast als Schwert durch. Okay, hier haben wir. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Tage meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Na gut, recht hat er ja. So. Unser Prophet, Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay, finde Schock-Jockey. So, alles mal fleißig ausräumen hier, damit wir auch immer auf dem neuesten Stand sind. Das können wir sehr gut gebrauchen. Das wollen wir aber eindeutig Gesundheit. Perfekt. Das nehmen wir auch mit. Wohlhabend, was? 100, waren das nicht 100 Silverbirds auf einmal? Noch ein Lockpick. Jetzt könnte man theoretisch in so ein Fünferteil reinkommen. Müssen wir mal ein bisschen sparsam sein mit den Lockpicks.
irgendwie das Gefühl, als ich versuche, sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Boxer-Rebellion. Testen Sie schon heute Produkte. Mehr Silverbirds. Okay, so. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten. Oh, das kenne ich aus Büchern. Oh Gott. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancers. Wer sind die Ghost Dancers? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Kerngesund. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Vergleich anzeigen. Töten, um zu leben. Nahkampf. Ich glaube, ich finde die alten besser. Hier ist noch dick Kohle. Das sind wirklich 100. Wahnsinn. Okay, hier ist eine Kiste. Eine Tafel Schokolade mitnehmen. So. Ich hab Munition. Das machst du sehr gut. Einen schönen Apfel. An apple a day. Keep the doctor away. So. Was ist das hier? Oh, Lockpicks. Die können wir immer gut gebrauchen. So. Wounded Knee. Wer schleicht hier rum? Okay, dann gucken wir uns mal die Leiche hier an. So, was hast du zu verkaufen? Schadensboost. Schadensboost 1. Die Panzerfaust. Wir nehmen Schadensboost für... Okay. Sehr gut. Und ein Schadensboost... Oh, eine Magazinvergrößerung. Ah gut, das ist... Ein Schadensboost für den Karabiner. Das sieht doch ganz gut aus. So. Das reicht dann auch erstmal fürs Erste. Oh,
Okay, The Battle of Wounded Knee. Irgendwas gebrauchen hier, munitionstechnisch. So, gut, 140 Schuss. Ist alles voll. Okay, das sieht aus, als wären es Ureinwohner. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Mit Heulen und Schreien das Kriegsbeil blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Hier ist noch irgendwo einer. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Oh, da randalieren sogar die Hasen. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Rotunde. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass es eine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? So. Gut, die Rotunde müsste dann ja hier vorne irgendwo sein. So. Okay, liebe Leute, aber über 23 Minuten. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mal schauen, wie es in der Rotunde so abgeht. Und bis dahin... Kommen Sie wieder, wenn Sie seid gespannt, wie es weitergeht. Ciao, ciao.